Hallo, heute sind wir im Tiergarten Schönbrunn. So, wir befinden uns ja jetzt bei den großen Pandas im Tiergarten Schönbrunn. Die bewohnen ja da hinter mir eine sehr weitläufige Anlage, sind aber in zwei eigenen Anlagen untergebracht, da ja Pandas Einzelgänger sind. Also auch in der Natur überlappen sich zwar die Reviere, aber sie gehen sich generell aus dem Weg. Und wir haben hier das Glück, ein Pärchen zu haben, und zwar den Yen Yen, unser Männchen. Den sehen wir hier auf dieser Tafel auch ganz gut, also ein stattlicher Bub. Und da haben wir unsere Yang Yang, unser Mädchen, die schon seit 2003 hier im Tiergarten lebt und uns auch schon 5 Jungtiere geschenkt hat, die sie erfolgreich großgezogen hat. Das ist mit China so vereinbart. Die Tiere sind ja geliehen, immer auf Zeit. Wir haben 10 Jahresverträge und wir haben mit unseren chinesischen Kollegen so vereinbart, dass die Jungtiere immer mindestens 2 Jahre bei der Mutter verbleiben dürfen. Das ist nämlich der Zeitraum, den sie auch in der Natur mit der Mutter verbringen, damit sie alles lernen, was sie brauchen. Und wenn sie dann ungefähr 2 Jahre und 3 Monate alt sind, dann organisieren wir einen Transport nach China und dort können sie dann ihren nächsten Lebensabschnitt auf eigenen Beinen, so quasi in China, erleben. Wir hatten 2007 mit Fulong das erste Jungtier hier im Tiergarten Schönbrunn. Der ist dann 2009 nach China gekommen in eine Panda-Zuchtstation, wo er sich dann mit einer Kollegin von mir gut eingewöhnen konnte. Also es war auch ein bekanntes Gesicht mit, damit er sich leichter tut und schneller eingewöhnt, was auch gut funktioniert hat. Und mittlerweile lebt er in einem chinesischen Zoo und ist auch ein stattlicher Bursche geworden. Es geht ihm sehr gut. Wir bekommen auch immer wieder Nachricht und machen sogar Fotos oder kurze Videos. Das uns natürlich sehr freut, wenn man sieht, was aus unseren Jungtieren so geworden ist. Auch die anderen Tiere sind in China untergebracht, in Zoos oder Zuchtstationen. Und es geht ihnen allen sehr gut und wir bekommen auch immer wieder Bilder und Nachricht von ihnen. So bleibt man auch im Kontakt. Das ist eine große Freude für uns zu sehen, dass es ihnen gut geht. Seit 2003 dürfen wir große Pandas zeigen. Und das ist noch ein wichtiger Punkt, nicht nur, dass sie einfach sehr charismatische Tiere sind, sondern dass sie auch Botschafter sind aus China. Es kann ja sich nicht jeder eine Reise nach China leisten und die Tiere dort in freier Wildbahn beobachten, wo sie leider auch schon sehr selten sind. Und da sind wir eben bei einem wichtigen Punkt, damit auch die ganz jungen Besucher hier im Zoo schon die Möglichkeit haben, diese Tiere zu sehen und auch zu lernen, um was es überhaupt geht. Was ist überhaupt Artenschutz? Was brauchen die Tiere? Und wie sieht so ein Tier überhaupt aus? Wie verhält es sich? Dass man nicht nur aus irgendwelchen Zeichentrickfilmen und Kindersendungen Tiere kennt, die sich gar nicht so verhalten, wie es wir hier im Zoo versuchen, dass sie natürliches Verhalten zeigen und auch die jungen Teilnehmer das schon lernen. Eben diesen Botschaftercharakter versuchen wir hier aufrechtzuerhalten mit unseren 2 Tieren und auch eine möglichst natürliche Anlage, in dem sie das natürliche Verhalten ausleben können.
vergesst jetzt nicht zu abonnieren, eine Frage in die Kommentare zu schreiben und das Video zu liken, wenn es euch gefallen hat.